Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat Olaf Scholz, sagte heute Markus Söder. Und man kann sich vorstellen, wie sie in der CDU zusammenzuckten. Und das auch noch kurz vor der gemeinsamen Fraktionssitzung der Union, die für Armin Laschet eh schon eine höchst unangenehme Veranstaltung war. Für ihn geht es ums politische Überleben. Die Rettung wäre das Kanzleramt. Geht die Union hingegen in die Opposition, gibt es im Bundestag nur noch einen wirklich dicken Posten, den des Fraktionschefs. Dafür scharren so einige mit den Füßen. Das Problem, keiner weiß im Moment, wie die Sache ausgeht. Also muss die CDU alle Bälle, einschließlich Laschet, so lange in der Luft halten, bis klar ist, wie die künftige Bundesregierung aussieht. Beim letzten Mal hat das fast ein halbes Jahr gedauert. Heute wurde der Fraktionschef gewählt für ein halbes Jahr. Winnie Hescher berichtet aus Berlin. Armin Laschet im politischen Überlebensstrudel. Hier in der Unionsfraktion entschuldigt er sich für den vermasselten Wahlkampf, kämpft weiter für Jamaika. Einige Stühle neben ihm einer, der in den vergangenen 48 Stunden an Laschets Seite schien, aber nicht ist. Zwei Stunden vor dieser Sitzung hat Markus Söder zusammen mit seinem Berliner CSU-Statthalter Dobrindt Armin Laschet verbal pulverisiert. Aus diesem Wahlergebnis, das klar im Platz 2 bedingt, lässt sich nun wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren. Wir wissen, dass dies die Woche der Entscheidungen ist. Das ist die Woche der Entscheidungen, sowohl was den politischen Kurs anbelangt, als auch was das Personal anbelangt. Ich kann nur eines sagen, die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig. Und Laschet hat parallel erst mal eine andere Baustelle, Wahl des Fraktionschefs, der letzte Machtposten in der Partei, wenn es nichts mit dem regieren wird. Laschet selbst will nicht antreten, er kann sich der Unterstützung nicht sicher sein. Viele Namen ploppen plötzlich auf, Merz, Spahn, Röttgen. Kurz vor Beginn der Fraktionssitzung, ein Kompromiss zeichnet sich ab. Bisher liegt mir eine Bewerbung vor, Ralf Brinkhaus. Ob weitere Bewerbungen im Laufe der Sitzung kommen, kann man nicht vorhersagen. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir heute eine harmonische Sitzung haben, dass wir einen harmonischen Start haben. Es geht darum, dass wir zeigen, dass wir mit dieser schwierigen Situation gut klarkommen. Und die schwierige Situation ist nicht die Besetzung des Fraktionsvorsitzenden, sondern die schwierige Situation ist das Wahlergebnis vom Sonntag. Ralf Brinkhaus wird mit 85% gewählt, erstmal nur bis April nächsten Jahres. Länger als Laschet wollte, aber immerhin, in dieser Frage schafft man die Geschlossenheit. Bildlich allerdings Gruppenbild ohne Parteivorsitzende. Ich kann Ihnen versichern, dass beide Parteivorsitzenden auch ohne Fotobeweis Ralf Brinkhaus persönlich gratuliert haben. Markus Söder verlässt die Sitzung wortlos. Die Fraktion hat einen Chef. Ordnung nennt das Söder. Die hat er heute für sich wiederhergestellt im Versuch, Armin Laschet vor sich herzutreiben. Auch in der Fraktion gab es Kritik am Kanzlerkandidaten bis hin zu einzelnen Rücktrittsforderungen. Das offene Wort habe ich immer geschätzt. Und trotzdem war heute die Fraktionssitzung eine, die von dem Willen, gemeinsam jetzt für unsere Positionen einzustehen, geprägt war. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Armin Laschet hat auch heute wieder ordentlich eingesteckt. Aber noch steht er. Ja, und in Berlin sitzt der alte und heute neu gewählte Fraktionschef Ralf Brinkhaus. Guten Abend, Herr Brinkhaus. Ja, guten Abend. Sind Sie erleichtert, dass das heute so ausgegangen ist? Hätte ja auch für Sie ganz anders ausgehen können. Ja, also es ist gut, dass wir Geschlossenheit gezeigt haben. Und ich denke, da muss sich jeder auch mal ein Stück zurücknehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Aber jetzt gehen wir sehr, sehr stabil in die nächsten Monate hinein. Die Fraktion wird auch ein Hort der Stabilität in diesen schwierigen Zeiten für uns sein. Und insofern war das heute ein guter Tag für unsere Fraktion. Also um zu diesem guten Tag zu kommen, mussten Sie sich aber dem Kanzlerkandidaten gegenübersetzen und sagen, nee, Armin, ich weiche nicht, ich will das trotzdem. Also wir haben ein gutes Verhältnis zueinander und hin und wieder sagen wir uns auch Dinge ganz offen. Und was ich an Armin Laschet sehr, sehr schätze, ist, man kann mit ihm sprechen und man kann mit ihm diskutieren und dann hinterher zu einer guten gemeinsamen Lösung kommen. Und das ist in der Politik sehr, sehr wichtig. Ist das eine gute Lösung, dass Sie nur für 6 Monate jetzt als Fraktionschef gewählt worden sind? Naja, also hätte auch für ein Jahr sein können. Aber wie gesagt, es ist so, dass wir momentan in einer Übergangszeit sind. Und da haben wir jetzt erstmal einen Pflock eingeschlagen und ich denke mal, das ist auch richtig so. Aber dieses halbe Jahr begründet sich ja darin, dass man Sie offenbar nicht als Oppositionsführer sieht für den Fall der Fälle.
Naja, was heißt offenbar nicht als Oppositionsführer? Also schauen wir mal, was nach diesem halben Jahr ist. Und jetzt geht es erstmal darum, die Fraktion zu stabilisieren, die Union insgesamt zu stabilisieren. Und da haben wir genug zu tun. Immer wenn Politiker davon sprechen, wie stabil es sei und wie geschlossen es sei, weiß man, da ist gar nichts stabil und geschlossen. Naja, also sagen wir doch mal ganz ehrlich, nach so einem Wahlergebnis jetzt zu sagen, boah, also wir sind richtig gut drauf und klasse und wir blicken jetzt optimistisch in die Zukunft, das wäre doch vermessen. Und dementsprechend war auch die Fraktionssitzung heute so, dass da natürlich sehr, sehr kritisch hinterfragt worden ist, was da passiert ist, was man besser machen kann, weil das kann nicht unser Anspruch sein, mit knapp über 24% ins Rennen hineinzugehen. Und insofern muss da natürlich jetzt auch eine neue Geschlossenheit geschaffen werden. Überhaupt keine Frage. Nochmal zurück auf die Oppositionsführungsfrage. Würden Sie das denn sich zutrauen? Ja, natürlich. Sie wissen schon, dass der Oppositionsführer dann als der stärkste Mann, manchmal könnte es ja auch eine Frau sein, als die stärkste Frau der Oppositionspartei angesehen wird, mit den entsprechenden Anforderungen an Redezeit, Redetalent, die Leute zusammenzuhalten. Als möglicher Kanzlerkandidat und Parteichef aufzutreten. Also das würden Sie sagen, doch, da bin ich der Richtige für. Also der Fraktionsvorsitzende der größten Regierungsfraktion muss im Zweifel auch Opposition können. Und das habe ich ja die letzten Jahre irgendwo auch hingekriegt. Das war auch nicht einfach. Wir mussten den Deutschen Bundestag durch Covid durchbringen und durch viele Krisen. Und insofern traue ich mir das zu. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Jetzt geht es einfach mal darum, dass wir vernünftig durch die nächsten Monate kommen und dass wir uns gut aufstellen. Und da haben wir eine Menge zu tun. Sie werden 49 Köpfe weniger sein in der CDU-Fraktion. Was war das heute für eine Stimmung? Wie würden Sie die beschreiben? Ja klar, also da waren viele Kolleginnen und Kollegen da, die auch nicht wiedergewählt worden sind. Und die sind natürlich sehr traurig, weil die unglaublich gekämpft haben, weil die sich jahrelang auch eingebracht haben. Und insofern war das heute eine ganz besondere Fraktionssitzung. Auf der anderen Seite hatten wir auch 49 neue Abgeordnete dabei, die stolz wie Wolle waren, dass sie jetzt in den Deutschen Bundestag reingekommen sind. Und insofern auf der einen Seite hatte man Leute, die lächelten sehr viel und auf der anderen Seite natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sehr traurig waren. Aber es gab auch Rücktrittsforderungen an Armin Laschet. Ja, also sagen wir es mal so, dass der ein oder andere Kollege oder die ein oder andere Kollegin da sehr, sehr enttäuscht war, wenn sie ihren Wahlkreis verloren hat. Das gehört auch dazu, dass dann gesagt wird, ja, woran hat es denn gelegen? Aber überwiegend waren die Wortmeldungen so, dass gesagt worden ist, Mensch, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir haben eine politische Verantwortung und diese Verantwortung wollen wir wahrnehmen. Und deswegen sind wir auch bereit zu sprechen. Wir sind auch bereit zu sprechen mit den Liberalen und mit den Grünen, ohne Ansprüche zu stellen. Das ist überhaupt keine Frage. Das können wir nicht. Insofern hat Markus Söder da absolut recht. Aber mich würde es freuen, wenn da Gespräche stattfinden könnten, weil ich glaube, dass eine Jamaika-Koalition wirklich eine Brücke wäre in einer Gesellschaft, die doch sehr, sehr gespalten ist. Und das haben wir ja auch gesehen, Stichwort, anhand des Wahlergebnisses. Herr Brinkers, Stichwort Markus Söder. Er hat ja heute Olaf Scholz zu seinem Wahlergebnis ausdrücklich gratuliert. Warum hat das aus der Union noch keiner gemacht? Noch keiner gemacht? Naja, also das ist eine Geschmackssache, wem man dann wann gratuliert. Ich denke, wenn der Parteivorsitzende das macht, der CSU, dann ist das auch in Ordnung. Aber noch ist ja im Grunde genommen alles offen. Und eins ist auch klar, und das sage ich jetzt nicht irgendwie aus einer Hybris heraus, wir haben keinen klaren Sieger dieser Wahl, das muss man also auch sagen. Also das heißt also, dass die größte Partei im Deutschen Bundestag irgendwo bei knapp über 25% liegt, das ist doch schon sehr selten. Also da widersprechen Sie Markus Söder ganz ausdrücklich. Der hat ja heute gesagt, es gibt einen klaren Wahlgewinner und das ist Olaf Scholz, der hat die größten Chancen, ins Kanzleramt einzuziehen. Naja, ein Wahlgewinner, weil er dazugelegt hat, ganz klar, aber es gibt ja jetzt nicht die überzeugende Partei, so wie das jahrelang unter Angela Merkel der Fall war, wo man gesagt hat, nee, ist schon klar, also die sind jetzt so weit vorne und die werden auch den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin stellen. Und das ist jetzt definitiv nicht der Fall. Herr Brinkhaus, danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Und dann blicken wir noch auf die CSU-Perspektive. Die hatten wir ja gerade schon angesprochen. Stefan Leifert ist unser Korrespondent in München. Stefan, dass sich Söder heute hinstellt und als erster aus der Union Olaf Scholz zum Wahlergebnis gratuliert und ihn damit ja auch indirekt zum Wahlsieger ausruft, ist das nicht schon auch ein ziemlicher Hammer? Ja, was Markus Söder da heute praktiziert, das ist das maximale Abrücken von Armin Laschet, was unterhalb einer offenen Rücktrittsforderung überhaupt nur denkbar und möglich ist. Eine solche Rücktrittsforderung muss Söder ja auch gar nicht mehr formulieren. Das übernehmen in der Union ja im Moment genug andere und denen liefert er natürlich noch mal neue Nahrung. Mit dem, was Markus Söder heute auf seiner Pressekonferenz in Berlin gesagt hat, lässt er Armin Laschet dastehen als stillosen Verlierer und als Realitätsverweigerer. Und das macht den Spielraum für Armin Laschet für die nächsten Wochen innerhalb der Union, aber auch bei möglichen Sondierungsgesprächen noch mal ein ganzes Stückchen kleiner. Was bezweckt Söder damit?
Also ein Teil dessen, was wir da heute erlebt haben, ist sicherlich immer noch die nicht enden wollende Verarbeitung der Niederlage der CSU im Kampf um die Kanzlerkandidatur. Nach der Wahl herrscht hier innerhalb der CSU natürlich erst recht eine Stimmung von, mit Markus Söder hätten wir mit Sicherheit gewonnen. Aber zwei Motive richten sich auch nach vorne. Das eine ist das Motiv, dass Markus Söder bei allem, was jetzt in Berlin und innerhalb der Union passiert, als der künftige starke Mann in der Union dastehen will, egal ob in der Opposition oder in einer Koalition. Das zweite Motiv zielt auf Bayern. Hier sind in zwei Jahren Landtagswahlen. Es gibt viel Kritik auch an Markus Söder aufgrund des schlechten Abschneidens bei dieser Bundestagswahl. Knapp über 30%. Das ist ein Ergebnis, was man sich bei der Landtagswahl in zwei Jahren nicht leisten könnte. Deswegen versucht Markus Söder jetzt möglichst viel Schuld und Verantwortung für dieses Wahlergebnis bei der CDU und ihrem Kandidaten abzulegen. Denn hier geht es in zwei Jahren für die CSU um die Macht in Bayern und damit um alles oder nichts. Deswegen ist das auch ein bisschen Flucht nach vorne. Dankeschön für die Analyse nach München. Eines ist auch klar, je mehr Konflikte in der Union aufbrechen oder weiter gepflegt werden, desto weniger attraktiv ist sie als potenzieller Koalitionspartner für FDP und Grüne, die ja derzeit mit diskreten Vorsondierungen beginnen, wie Christian Lindner das nennt. Angeblich ist das erste Treffen im kleinsten Kreise schon morgen. Die interessante Frage wird sein, wie viel bzw. wie wenig man davon erfährt. Robert Habeck hatte hier im Heute-Journal gestern ja noch mal betont, dass diesmal nicht ständig irgendwas durchgestochen werden soll. Ihre jeweiligen Parteien sind aber natürlich sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ralf Panicek hat sich quer durch die Republik an der Basis umgehört, bei einer Reihe Ortsverbänden von Grünen und FDP. Sie sind in erster Linie ein junger Haufen und mächtig stolz auf das Erreichte. Der FDP-Ortsverband Dresdner Westen. Über 12% der Stimmen haben sie hier erhalten, obwohl Sachsen das Gegenteil einer FDP-Hochburg ist. Man ist selbstbewusst. Ich finde es schon mal sehr, sehr gut, dass wir mal die ungewöhnliche Situation haben, dass nicht die Partei mit den meisten Stimmen jetzt erstmal zu Sondierungen einladen kann, sondern dass sie erstmal FDP und Grüne unterhalten können, was sie sich denn so vorstellen können. Weil in Dresden besonders viele Junge die FDP gewählt haben, erkennen sie hier Gemeinsamkeiten, Chancen mit den Grünen, hoffen auf die Verhandlungsführer. Das sind immer dann die Player, die sich zusammen hinter der Tür auch erstmal auf eine Ebene einigen. Und da denke ich, da ist Robert Habeck und Christian Lindner in der richtigen Spur. Königstein im Taunus, eher ein traditionelleres Pflaster der Liberalen. Auch hier trifft sich am Abend der FDP-Ortsverband. Auch sie diskutieren über Vor- und Nachteile einer Regierungsbeteiligung, vor allem mit den Grünen. Skepsis ist herauszuhören, aber auch Hoffnung. Die Schnittmengen der Wahlprogramme sind mit der CDU besser, also größer, die Schnittmenge. Aber ich glaube, alle warten auf einen Wechsel der Politik. Die Idee, die Herr Habeck jetzt geäußert hat, dass es ein gemeinsames Projekt geben muss, dass also man sich zusammenrauft, dass es nicht so ist, dass jeder sagt, jeder macht irgendwie ein Detail, sondern dass man versucht, ein gemeinsames Projekt für dieses Land zu formulieren und zu entwickeln, da setze ich große Hoffnung drauf. An der grünen Basis fragt man vor allem nach den grünen Kernzielen. So auch in Böblingen vor den Toren Stuttgarts, wo man sich in einem Bündnis mit der CDU mit politischem Spagat eigentlich auskennt. Hier hat man vor allem die Chancen mit der FDP im Blick. Aber sie will gestalten und wir wollen gestalten und die SPD will es auch. Und das ist eine gute Voraussetzung, um eine Koalition zu bilden. Wir sind große Kleine oder kleine Große, wie auch immer. Und wir haben eben die Situation, dass wir als kleine Partei, die sogenannten Kellner, jetzt quasi uns gemeinsam mit dem anderen Kellner, was die FDP ist, den Koch aussuchen können. Und das ist ja eine völlig andere Situation als in den vergangenen Jahren. Der Wille ist da, auch bei den Hamburger Grünen, die am Abend zusammenkamen. Für sie hier sind die Klimaziele der Partei nicht verhandelbar. Und immer wieder fragen sie nach der Verlässlichkeit der FDP. Vorweg war man Feindbild für manche. Das muss jetzt abgelegt werden. Die Chemie muss irgendwo stimmen und dann muss es ja auch für 4 Jahre ausreichen in der Partnerschaft. Und das ist genau das Thema. Also über die Themen kann man sich mit Sicherheit irgendwo einigen. Da weiß ja auch jeder so schon vorher, wo die roten Linien liegen. Die werden dann eben verhandelt und teilweise wahrscheinlich auch verschoben. Aber es geht eben darum, dann wirklich vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und Themen abzuklären. Identität und Ziele behalten, trotzdem Kompromisse eingehen, eine Herausforderung. So ist überall zu hören, bei Grün und Gelb.
Und jetzt erstmal die Nachrichten von Heinz Wolf. Und zunächst zur Corona-Lage in Deutschland. Die Infektionszahlen sind im Vergleich zur vergangenen Woche auch heute rückläufig. Das Robert-Koch-Institut meldet 4.171 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden. Das sind 493 weniger als vor einer Woche. Es kamen binnen eines Tages 101 Todesfälle hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 60,3. Bei den Corona-Impfungen in Deutschland haben nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn knapp 75% der Erwachsenen und ein Drittel der 12- bis 17-Jährigen den vollen Impfschutz. Laut Gesundheitsministerium sind in Deutschland noch zu wenige Menschen geimpft. Noch sei die Corona-Pandemie nicht überstanden. Den USA droht am Ende des Monats, also schon in einigen Tagen, ein Stillstand der Regierungsgeschäfte, ein sogenannter Shutdown. Die Republikaner haben im Senat gegen einen Entwurf zur weiteren Finanzierung der Regierung und ihrer Arbeit gestimmt. Streitpunkt ist dabei vor allem die Anhebung der Schuldengrenze. Teil des Paketes sind auch Aufbauhilfen nach Naturkatastrophen. Ohne Einigung werden in der Nacht zum Freitag einige US-Behörden die Arbeit zunächst einstellen. Hunderte Geflüchtete sind in der Nacht auf der italienischen Insel Lampedusa eingetroffen. Das Fischerboot war mit den mehr als 680 Menschen völlig überladen und wurde von der Küstenwache bis in den Hafen eskortiert. Laut der italienischen Behörden ist es von Libyen aus gestartet. Regelmäßig landen auf Lampedusa Boote mit Geflüchteten, in letzter Zeit jedoch selten mit so vielen Menschen an Bord. In Großbritannien geht ein Gespenst um. Ein britischer Oppositionspolitiker nannte es zuletzt Lord Voldemort, der Harry Potter-Bösewicht, dessen Namen man eigentlich noch nicht mal aussprechen darf. Der Lord Voldemort der aktuellen britischen Politik ist der Brexit und seine Folgen. Die Regierung von Boris Johnson nennt zig Gründe dafür, warum Supermarktregale leer sind oder sich an Tankstellen lange Schlangen bilden. Nur eine Ursache wird nicht beim Namen genannt. Dafür wird jetzt sogar die Armee zu Hilfe gerufen. Andreas Stamm berichtet. Was für eine Ironie, was für ein Schlamassel, erklärt Trucker Terry Sylvester. Kaum noch Sprit, er steht im Stau vor der nächsten Tankstelle, weil kaum noch jemand seinen Job machen will. Die vergangenen Jahre ist es immer schlimmer geworden. Nicht genug Fahrer und die angefangen haben, sind schnell wieder abgesprungen. Sie haben den Stress nicht ausgehalten. Der Job bringe miserable Arbeitsbedingungen und Zeiten mit sich, so Terry. Doch Pandemie und Brexit hätten das fast zum Überlaufen gebracht. Nun fährt ein Land dem Sprit hinterher. Eine Reise, die seit 5 Tagen oft in langen Schlangen endet. Hinten anstellen, höflich warten, britische Tugenden werden mittlerweile über Bord geworfen. Die Schlange war links und plötzlich, ich fahre um die Ecke, geht es rechts weiter. Das ist Irrsinn. Nein, zurück in die Schlange, du wartest noch keine 5 Minuten. Gerissene Geduldsfäden ändern wenig. Mehr als die Hälfte der Tankstellen in Englands Ballungsräumen sitzt komplett auf dem Trockenen. Seit 3 Tagen suche ich Benzin. Ich habe 4 kleine Kinder, die ich überall hinfahren muss. Fahrermangel verstärkt durch den Brexit. Wären wir noch in der EU, hätten wir diese Schwierigkeiten nicht. Folgen des Mangels spürt das Land seit Wochen, etwa bei Lücken im Supermarktsortiment. In der Tankkrise werden nun Forderungen laut. Bestimmte Berufsgruppen sollten zuerst an die Zapfsäule. Vielen Ärzten und Pflegern geht der Sprit aus. Aber wir können uns nicht 3 Stunden anstellen, während Patienten warten, die uns brauchen. Die Reaktion der Regierung, bis zu 150 Armeefahrer könnten aushelfen. Es soll 5.000 3-Monats-Visa für EU-Trucker geben. Wenig verlockend, so Wirtschaftsvertreter. Fahrer aus Europa werden wohl kaum Schlange stehen. Das ist ungenügend. Wir brauchen mehr Visa und die Fahrer müssen länger bleiben dürfen. Wir leiden an einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Einfach die Löhne erhöhen, dann wird das schon. So stellt sich Premier Johnson die Lösung vor. Und der Brexit sei kein Fehler. Im Gegenteil. Wir wollen den Schwerpunkt darauf legen, ein Land mit hohen Löhnen, hoher Produktivität und hochqualifizierten Jobs zu werden. Was die Menschen dieses Landes nicht mehr wollen, ist, unsere Probleme mit unkontrollierter Einwanderung zu lösen. Was wir für 20 Jahre oder länger versucht haben. Ob es so lange dauert oder überhaupt möglich ist, den Fahrermangel auf diese Art zu bekämpfen, da streiten die Experten. Doch Einigkeit herrscht, der Mangel wird die kommenden Monate prägen
und der nächste Versorgungsengpass kommt bestimmt. Heinz Wolf macht weiter mit dem Blick auf die Finanzmärkte. Da wurde heute gleich auf eine Reihe von Themen geschaut, wie es mit der Geldpolitik weitergeht, wie sich die Inflation entwickelt, ob die Energiepreise steigen. So machte heute der Ölpreis zeitweise Schlagzeilen. Frank Bittmann in Frankfurt. Ja, ein Fass Nordseeöl der Sorte Brent kostete erstmals seit 3 Jahren wieder mehr als 80 Dollar. Steigende Nachfrage stößt auf ein schwächelndes Angebot. Förderausfälle in den USA, eine OPEC, die ebenfalls weniger liefert, als sie eigentlich sollte. Und so führt die gut laufende Konjunktur auch dazu, dass unter anderem das Tanken wieder deutlich teurer wird. Aber nicht nur. Seit Jahresanfang ist auch der Gaspreis bereits um 16% gestiegen, das Rohöl sogar um 56%. Deutlich teurer inzwischen auch Strom und viele Lebensmittel und ein Streit um die Deutungshoheit. Wie lange macht uns dieser Preisauftrieb zu schaffen? Da ist Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, die heute erneut vor allem nur von einer Phase vorübergehender Inflation sprach. Und da ist der Präsident der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, der sich vorstellen kann, dass der Inflationsdruck durchaus länger anhalten könnte. Ob nun von kurzer oder längerer Dauer, die Anleger werden nervöser. Der DAX büßt heute über 2% ein. Die Börsianer ahnen, was die Stunde geschlagen hat. Zu stark steigende Preise legitimieren die Notenbanken, die Leitzinsen anzuheben. Sparer sagen endlich, sie hoffen seit Jahren darauf. Für Unternehmen und Staaten aber würde es bedeuten, dass das Kreditaufnehmen, das Schuldenmachen künftig wieder teurer werden würde. Frank Bethmann, vielen Dank. Kreta ist am Morgen von einem heftigen Nachbeben erschüttert worden. Die Stärke wurde von den griechischen Behörden vorläufig mit 5,3 angegeben. Bei dem schweren Beben gestern war ein Mann ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Zahlreiche Häuser sind beschädigt. Spaniens Regierung hat die Vulkaninsel La Palma zum Katastrophengebiet erklärt. Medienberichten zufolge stellte Madrid zudem 10,5 Millionen Euro Soforthilfe bereit. Rund 600 Gebäude wurden von der fließenden Lavamasse bereits zerstört. Die Gesamtschäden belaufen sich Schätzungen zufolge auf mehrere hundert Millionen Euro. Unterdessen wächst die Gefahr, dass die Lavaströme den Atlantik erreichen. Und Experten befürchten, dass so giftige Gase freigesetzt werden könnten. In der alten Bundesrepublik waren es vor allem zwei Institutionen, die in der Bevölkerung besonders hohes Ansehen genossen, geradezu verehrt wurden. Die Bundesbank, solange es die D-Mark noch gab, sie ist inzwischen etwas in den Hintergrund getreten. Und das Bundesverfassungsgericht. Die Verfassungsrichter in Karlsruhe haben diesen herausragenden Rang nach wie vor. Wenn sie auftreten, hat das immer auch etwas Feierliches, ein Gremium mit besonderer Würde. Auch wenn ihre Entscheidungen nicht jedem gefallen. Heute feiert Deutschlands höchstes Gericht seinen 70. Geburtstag. Ein Rückblick von Christoph Schneider. Hier nimmt das Bundesverfassungsgericht zunächst seine Arbeit auf, im Prinz-Max-Palais in Karlsruhe. Nach der furchtbaren NS-Herrschaft will die junge Bundesrepublik mit Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht ein Bollwerk des demokratischen Rechtsstaats schaffen. Das Grundgesetz trägt die Handschrift des Nie wieder. Nie wieder sollten Menschen so entrechtet, so erniedrigt werden können, wie es im Dritten Reich der Fall war. Und deshalb wurde auch eine Instanz geschaffen, das Bundesverfassungsgericht, die unabhängig in letzter Instanz sicherstellen soll, dass staatliche Gewalt Grundrechte der Menschen nicht verletzen kann. Stark und unabhängig, das ist das Bundesverfassungsgericht als fünftes Verfassungsorgan bis heute. Und immer wieder zeigt Karlsruhe der Politik Grenzen auf. Grenzen, die für politischen Protest sorgen. Als das höchste deutsche Gericht ein Gesetz verwirft, das Kruzifixe in bayerischen Klassenzimmern vorschreibt, schäumte der Ministerpräsident vor Wut. Wir werden das Urteil des Bundesverfassungsgerichts respektieren, aber wir werden es innerlich, inhaltlich nicht akzeptieren. Nicht akzeptieren konnte der schwerkranke Helmut Feldmann das umstrittene Gesetz zur Sterbehilfe. Er klagte und bekam Recht. Zur Menschenwürde gehöre auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, sagte das Verfassungsgericht im Februar vergangenen Jahres. Wenn Menschen schwerkrank sind und leiden und eine Heilung nicht mehr möglich ist und die möchten sterben, dass das auch menschenwürdig ist.
Und dann die bahnbrechende Zukunftsentscheidung des Verfassungsgerichts Ende April, die die Pellworma-Familie Baxen zum Klimaschutz erstritt. Wieder einmal muss die Politik nachbessern. Künftige Rechte junger Menschen müssen heute schon geschützt werden. Letztendlich geht es eben um uns alle und es wird uns alle auch noch viel mehr betreffen, vor allem eben, wenn wir jetzt nicht ausreichend handeln. Ein viel beachteter Beschluss mit viel Lob, aber es gibt auch Kritik. Karlsruhe urteile nicht einfach nur, sondern mache mit seinen Entscheidungen zunehmend mehr Politik. In der Demokratie müssen wir davon ausgehen, dass es nicht die eine einzige richtige Lösung gibt. Wir müssen akzeptieren, dass andere andere Vorstellungen haben. Und das sollten wir nicht dadurch irgendwie aus der Welt zu schaffen versuchen, dass wir bestimmte Expertengremien irgendwie an die Schaltstellen der Macht setzen. Bei aller Kritik, das Verfassungsgericht mit seinen 16 Richterinnen und Richtern ist bei den Bürgerinnen und Bürgern geachtet und zählt weltweit zu den mächtigsten Gerichten. Auch nach 70 Jahren ist es in guter Verfassung. Und zu diesem Jubiläum gibt es nachher um 0.15 Uhr noch eine ausführliche Doku mit dem Titel Auftrag Gerechtigkeit. Wie viel Macht hat das Bundesverfassungsgericht? Und davor um 0 Uhr meldet sich Christopher Wehrmann mit unserem Heute Journal Update. Bis morgen, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Für morgen erwarten wir ein Sturmtief, das wird hauptsächlich die Nordsee erreichen. Aber im Vorfeld zieht aus dem Süden in der Nacht also hier Schauer und Gewitter weiter in den Norden. Aber auch tagsüber gibt es Schauer. Und dann an der Nordsee kräftiger Wind, also Sturmböen und schwere Sturmböen und dazu viel Regen. Schauen wir uns mal die Details an. Im Süden also in der Nacht Schauer und Gewitter, die aufziehen und sich nach Norden verlagern. Ganz im Westen bleibt es trocken. Das bei tiefsten Werten von 7 bis 8 Grad in den westlichen Mittelgebirgen und 12 Grad zum Beispiel im Südosten Deutschlands. Morgen am Vormittag dann Schauer und Gewitter, die aus der Nacht weiter in den Norden ziehen. Ganz im Norden, also Richtung Ostsee, da bleibt es erst einmal trocken und auch im Südwesten. Am Nachmittag ändert sich das, da wird es auch im Norden dann Schauer und Gewitter geben und dann auch im Westen. Vor allem an der Nordsee wird es dann sehr windig, eben schwere Sturmböen sind hier möglich. Im Südwesten ist es aufgelockert mit sonnigen Abschnitten. Und die Temperaturen dazu bis 20 Grad im Südosten Deutschlands. Deutlich kühler nach Westen in Mitte 13 bis 14 Grad. Die nächsten Tage werden ruhiger. Vor allem im Norden gibt es noch Schauer und an den Küsten viel Wind. Nach Süden hin viel Sonnenschein bei 12 bis 17 Grad am Donnerstag. Ja, und am Freitag wird es ein Ticken wärmer bis Werte von 20 Grad. Einen schönen Abend.